Wir wollten mal auf der anderen Seite. Oh, stimmt. Ich weiß, wir werden die Zuschauer. Denken Sie ja, was sind die dumm, ich drehe Bildschirm um. Was? Einen wunderschönen Freunde der Sonne. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es geht um die Villa Chibo. Wir haben euch soeben über Instagram Story dazu eingeladen, uns willkürlich irgendwelche Fragen zu diesem Thema zu stellen. Wir haben es nicht ganz auf dem Beispiel. Super vorbereitet sind. Okay, erzähl, warum wir überhaupt hier sind. Was machen wir denn hier? Wieso sind wir nicht zu Hause, Schatz? Wir haben es verkauft. Hat uns endlich gehört, die Wohnung. Das ist das Problem, deswegen. Deswegen sind wir hier gerade auf Tauschstation. Liebe Leute, kennt ihr das? Ihr könnt es ja sehr gerne mal in den Kommentaren mit uns teilen, wenn man eigentlich was tun möchte, wie zum Beispiel ein Video produzieren, es aber die ganze Zeit aufschiebt, weil man auf einen ganz bestimmten Aspekt wartet, wie zum Beispiel jetzt die finalen Fotos, die wir mit euch teilen wollten, und sich das immer weiter rauszieht, aufgrund dessen, dass der Architekt einfach noch ein bisschen braucht. Er will es ja auch schön machen. Und wir deswegen einfach keine Videos machen, weil wir auf diesen Tag warten. Man muss auch dazu sagen, er wird gerade Papa, er hat auch viel zu tun. Das ist kein Ausreden. Papa werden. Er braucht gerade noch ein bisschen. Wir hoffen aber auf jeden Fall, dass wir bald die fertigen Fotos, die fertigen Entwürfe mit euch teilen können. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit den Fragen. Die sind richtig frisch, die Fragen. Die sind jetzt gerade reingekommen. Frisch wie frische Brötchen. Kann man sich dort eine Etage, ein Zimmer mieten? Also wir haben ja nur zwei Etagen. Und die eine Etage wird uns gehören. Die Etagen werden nicht zu vermieten sein, aber tatsächlich vermieten wir Gästezimmer. Wir werden drei Gästezimmer bauen. Wenn da jemand mit so einem Portemonnaie kommt, dann ziehe ich auch mal für zwei Tage zu Jacob. Oder wir ziehen einfach runter und vermieten dann unsere Etage. Das ist auch kein Problem für Freunde, für Familie. Immer schön Geld machen. So, eine weitere Person möchte gerne wissen, wie viele Quadratmeter hat denn nun die Villa? Also ursprünglich hatten wir mit 400 Quadratmetern geplant. Das Grundstück ist ja jetzt bei 1500 Quadratmeter groß. Das Haus, wie gesagt, 400 Quadratmeter haben wir ein bisschen runterreguliert, weil wir einige Sachen gestrichen haben und sind jetzt bei 350 Quadratmetern nur Haus. Und schon kommen wir zur nächsten Frage. Was wird das Besonderste an der Villa Chibo sein? Für mich wird das Besondere an der Villa Chibo sein, dass es ein Ort des Friedens sein wird. Ich möchte grundsätzlich, dass wenn man diese Villa betritt, dass man halt, dass der ganze Stress wegfällt, dass man umhüllt ist von geilem Sound, schönes Ambiente, schöner Geruch, und dass es einfach wirklich so ein friedlicher, liebevoller Platz ist. Und dass jeder, der da reingeht, dass er diesen Ort nicht mehr verlassen möchte. In den Trance-Zustand. Und wer da nur ein Schimpfwort nennt, der wird direkt erschossen. Hier möchte jemand wissen, warum baut ihr selbst und kauft euch nichts Fertiges? Ich denke, dass das von vornherein nicht unbedingt schon ein fester Gedanke bei uns war. Wir haben uns nicht direkt darauf eingeschossen. Es war nie ein Traum, jetzt unbedingt ein Haus bauen zu wollen. Wir wollten immer ein Eigenheim haben, was wir besitzen, wo man dann wirklich das ganze Leben rein investieren kann, es immer schöner machen kann und das dann halt auch weiterentwickelt. Aber dass wir jetzt diese Möglichkeit hatten, war, glaube ich, reiner Zufall. Und im Nachhinein finde ich es natürlich viel, viel schöner, als ein fertiges Endprodukt zu kaufen, das jemand gebaut hat, sondern dass wir wirklich uns von vornherein Gedanken machen können, was soll reinkommen, wie sind... Ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich beim ersten Stein dabei... dabei sein werden. Ich glaube, du hast einen ganz anderen Bezug zu einem Haus, das du selber baust. Da steht einfach viel mehr Liebe hinter. Und ich glaube, im Nachhinein wird das richtig krass sein, wenn es irgendwann mal zur Debatte stehen würde, dieses Haus zu verkaufen. Reden wir da nicht drüber. Wer weiß. Ich habe schon die nächste Frage. Ja, und zwar, könnt ihr verraten, wer euer Sponsor ist? Tatsächlich hat der Sponsor uns darum gebeten, anonym zu bleiben. Deswegen würden wir also sehr gerne diesem Wunsch nachkommen. Ich hab schon von vornherein gedacht, Peter Maffay, oh Scheiße, jetzt hab ich gesagt. Nein, Spaß. Ich war für mich im Herzen schon bereit, ich rolle den roten Teppich aus, wir führen dich da wirklich mit ein, wir zeigen hier, wir machen Videos, wir machen alles und würden natürlich super gerne auch. Aber es war der Wunsch des Investoren, das respektieren wir natürlich. Wir können ihn ja ganz kurz beschreiben. Ein sehr charmanter, netter Zuschauer, hübsch, der unsere Videos verfolgt und dessen Intention es war, unser Herzenswunsch zu erfüllen,
hat er geschafft. Dabei behilflich zu sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Universum uns diesen Menschen geschickt hat. War auf jeden Fall eine Bereicherung in unserem Leben. Hier eine ganz interessante Frage. Wie kann man ein Haus wirklich erdbebensicher bauen? Nach den hiesigen Umständen natürlich eine sehr präsente Frage, die wir uns auch schon gestellt haben. Und ganz ehrlich müssen wir zwei als architektonische Bauleien, ich würde gerade sagen, müssen wir ja Start darauf vertrauen, dass sie das anständig machen. Aber wir versichern euch, dass wir auch ein Video drehen werden, wenn wir dann das nächste Mal wieder vor Ort sind, mit einem der Profis, damit wir da nochmal ins Detail gehen können, damit wir euch vielleicht oder dem einen oder anderen Interessenten da draußen nochmal die nötigen Informationen geben, wie genau, ich weiß nicht, bohrt man da jetzt irgendwie in den Berg rein oder wird da irgendwas mit Federn, irgendwas mit flexiblen Materialien gebaut, wenn sich das bewegt? Dass sich irgendwie das Fundament und so bewegen kann, glaube ich. Weil wenn du das alles so einfach so Beton hinballerst, dann kommen einfach Risse. Also ich weiß es tatsächlich auch nicht und bin auch mega interessiert. Und die nächste Frage, sind für die Villa Cibo auch Kiddies geplant? Schenke, zähl mal. Ich bin ein Mensch, ich will gedanklich auch nicht irgendwie zu viel übers Knie brechen, weil wir natürlich mit diesem einen Projekt jetzt schon eine riesen Salami im Gesicht haben, die wir erstmal abarbeiten müssen. Irgendwie habe ich so eine eklige Vorstellung. Nee, was ich damit sagen möchte, ist, man will gar nicht zu viel planen. Aber es ist ein Thema, zu dem ich persönlich, bei dir sind wir, glaube ich, uns alle bewusst, ein Thema, in dem wir sehr offen sind. Hey, warum sind wir uns alle bewusst? Weil du das sehr häufig ansprichst. Das ist ja nicht so. Ich habe über Heiraten immer oft angesprochen, aber wegen Kindern habe ich nie angesprochen. Ja, Familie, das ist doch eine Tüte. Ich werde jetzt halt 30, ne? Also der Zug ist schon abgefahren. Ist er nicht. Nee, Leute. Der Zug fährt auch schon. Nein! War nicht! Und ich bin so in diesem Zug drin. Es würde jetzt halt auch keinen Sinn machen, auf Krampf jetzt schnell noch irgendwie 2, 3 Kinder in die Welt zu poppen. Wenn. Poppen? Ploppen. Achso, ich hab poppen. Ich hab's auch gesagt. Aber liebe Freunde, es wird kein Thema sein, das ich verpassen werde, denn wir werden es dokumentieren. Frage. Sure. So, zum selben Thema habe ich hier eine weitere Frage. Findet ihr, Lombok ist der richtige Ort, um Kinder großzuziehen? Diese Frage kriege ich tatsächlich sehr oft gestellt. Auch von Freundinnen, die sagen, ah, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und medizinische Versorgung und ach, Kinder, wenn die zur Schule gehen. Haben wir auch, glaube ich, schon in einem Video erwähnt. Erstens, bis wir Kinder haben, das dauert. Wie ihr gesehen habt, ist noch nichts geplant. Bis die Kinder dann zur Schule gehen, dauert das auch wieder richtig lange. Aber ich glaube, dieser Fokus ist ja diesmal gar nicht auf Schule. Das ist gerade Schule, weil meistens wegen Schule gefragt wird. Aber es ist ja grundsätzlich die Frage, ob der Ort gut ist für Kinder. Ja, also ich glaube, das ist so eine gewisse verzerrte Wahrnehmung von uns westlichen Menschen, dass in Entwicklungsländern es schwieriger ist, Kinder aufzuziehen. Also letzten Endes, was ein Kind benötigt, ist Liebe und Fürsorge, Zuneigung, dass die Eltern da sind und dem Kind anständig was beibringen. Die Natur ist super wichtig. Und das sind alles Dinge, wofür du so eine Entwicklung, wie wir sie hier im Westen haben, eigentlich gar nicht benötigst. Das sind alles so Extras und On-Tops und sowas. Aber ganz ehrlich, Kinder werden seit Anbeginn der Menschheit und selbst davor als die Neandertaler und so weiter, wurden Kinder überall geboren, unter den beschissensten Umständen. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Ich vergleiche das eigentlich ganz gerne so mit mir selber, weil ich war gerade noch so in der Phase, wo es keine Smartphones gab. Natürlich habe ich auch viel gezockt, aber ich habe einfach einen wundervollen Ausgleich gehabt. Ich war sehr viel draußen in der Natur. Ich glaube, sehr viel. Kleiner, es gab noch gar keine Handys. Wann zieht ihr in die Villa Cibo und könntet ihr mich grüßen? Ich heiße Milena, ich habe euch ganz sehr lieb. Milena, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Let's go! Also der Hausbau ist ja geplant, eigentlich jetzt im September anzufangen. Ich denke mal, das schiebt sich noch auf Ende des Monats, wenn nicht sogar Oktober. Der Hausbau an sich soll ein Jahr dauern, also ich denke mal, Ende 2019 ist es realistisch. Werdet ihr euch auf Lombok ein neues Auto kaufen oder vielleicht einen Roller? Roller fahren, aber eigentlich auch Auto fahren dort mit offenem Fenster. Roller fahren, das ist halt einfacher. Ist für mich die pure Definition von Freiheit. Du fährst, das Wetter ist geil, du hast diese leichte Brise im Gesicht.
Du siehst die Natur, nur lachende Gesichter an dem vorbeiziehen. Nachts kannst du fahren, weißt du, nicht Schatz, richtig spät, es ist warm, du hast einen Tanktop an oder Bikini, juckt nicht, es ist mega warm. 7 Euro für 2 Tage gemietet oder so, ich weiß auch nicht. Also war super günstig. Auch der Sprit ist super, super günstig. Rein theoretisch bräuchte man die Dinger nicht mal mehr kaufen. Ich wollte auch nicht. Ja, nee, ich glaube, wir würden dann schon, wenn wir dort leben. Ich glaube, für den Alltag ist ein Roller auf jeden Fall praktischer. Einzige, wo ich denke, wo wir ein Auto benötigen, ist, wenn man zum Beispiel in die Hauptstadt fährt, irgendwie einkaufen. Wenn man Gäste, Familie vom Flughafen abholt mit Gepäck. Also genau, dass man da ein Auto hat. Oder wenn wir dann eines Tages dann vielleicht Trips zum Vulkan machen. Gerade für dieses Terrain würde ich mir halt auf jeden Fall so einen Jeep wünschen. Meine Traumvorstellung, so einen geilen Jeep. Wäre schon nice. Gib ihm. Und die nächste Frage, wie sieht es mit eurem Pool aus? Könnt ihr ihn so bauen, wie ihr wollt? Tatsächlich ja. Die ersten Projekte waren ja so, dass 1000 Ideen und dann war das alles irgendwie zu viel und der Pool hatte keine schöne Form. Aber jetzt haben wir einen schönen Infinity Pool in der L-Form, so wie wir uns vorgestellt haben, mit einer Sunken Sofa Area am Ende des Pools. Wie es dann in Real Life aussehen wird, ist dann auch nochmal eine andere Frage. Das können wir jetzt gerade noch nicht beurteilen. Aber er wird auf der längeren L-Seite, also die hochkantige L-Seite, wird 14 Meter lang sein. Aber geil! Und noch eine Frage. Gibt's in der Villa Cibo eine Sauna? Haha. Also ich glaube, das war schon eine Scherzfrage. Aber tatsächlich wird es keine Sauna geben. Denn in Indonesien soll es durchschnittlich 30 Grad über das ganze Jahr warm sein. Und ich denke, wir brauchen keine Sauna. Wir bräuchten eher einen Abkühlraum. Dafür wird es natürlich... Ich denke natürlich an alles. Hallo! Ich würde sagen, an Jacuzzi! Wer wird die warme? Warme. Luft haben. Luft. Ihr habt Luft gesagt? Habt ihr Luft gedacht? Warme Luft kommt aus deinem. Poloch! Chang ist dann dort und bläht die ganze Zeit, weil er so gut da drin ist, weißt du? Junge! In welche Richtung bin ich jetzt hier? Also der Jacuzzi wird unten in den Garten gebaut. Jacuzzi, sagt ihr Jacuzzi oder sagt ihr Jacuzzi? Ich sag Jacuzza. So, letzte Frage für heute. Habt ihr vor, für immer auf Lombok zu bleiben? Ja. Tschüss. Ich finde, das ist auch so ein fast schon typisch deutscher Gedanke. Dieses bisschen alle Unendlichkeit vorplanen. Ja, aber warum ist das so, Schatz? Weil in jedem Märchen gesagt hat, und dann gehen sie und leben für immer glücklich. Das wird dir von klein auf eingetrichtert. Meinst du, dass es daran liegt? Ich glaube, das ist einfach dieses Angst davor zu haben, Fehler zu machen, Angst davor zu haben, Zeit zu verlieren, all das, was man besitzt, immer bis in alle Unendlichkeit halt fortträgt und ganz genau weiß schon, falls irgendwelche Gefahren kommen könnten. Deswegen traut sich ja auch keiner, irgendwelche Risiken einzugehen. Naja, ich würde schon sagen, dass es Leute gibt, die sich trauen, ein Risiko einzugehen. Das ist bei ganz vielen Selbstständigen, bei allen Startups, bei vielen Unternehmen. Nur wer riskiert, der verliert viel Geld. Nein, der hat die Option auf Erfolg. Ist ja so. Ja. Zum Beispiel ein Freund von mir, der hat alles verloren. Ja. Der hat alles verloren und dann hat er es wieder geschafft, sich alles aufzubauen, weil der Wille einfach da ist. Und wenn du fest davon überzeugt bist, dass du etwas schaffst, dann kommt irgendein Weg. Das Universum ermöglicht dir das, ich bin fest davon überzeugt. Genießt euer Leben, nutzt all das, was ihr habt, aber habt keine Angst, Dinge zu verlieren. Weil selbst wenn ihr alles verliert, ihr habt kein Geld mehr, ihr habt kein gar nichts mehr, ihr habt immer noch euer Leben, euer Talent, eure Energie, die ihr besitzt, um Dinge zu schaffen. Ihr habt selbst auch genau, eure Leute um euch rum, die euch lieben, eure Familie, die sind ja alle noch da. Alle geben euch diese Energie und ihr könnt wieder neu anfangen. Wenn jetzt hier irgendwas passiert, alles weg, wir können trotzdem weiterarbeiten, weiter produzieren und weiterleben. Also wir überleben ja definitiv. Wenn jetzt hier so ein Handy irgendwann nicht mehr da ist, ciao, wen interessiert's? Ja, aber das ist ja leider ganz oft so, dass die Menschen gewisse Dinge abhängig von dem Glück machen und sobald dann etwas passiert, irgendein Schicksalsschlag oder sonst was, wird denen ja der Boden unter den Füßen weggezogen und die sehen gar nichts mehr, für die geht die Welt unter, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie die sich das vorgestellt haben. Ja. Und zu der Frage nochmal zurück, für immer, das
ist super schwierig. Wir wissen nicht, ob wir für immer zusammen sein werden. Hä? Ich wusste, dass du so reagiert wirst. Das ist auf jeden Fall Villa Chibo und Lombok ist das, worauf wir jetzt gerade am meisten Bock haben, was wir uns unbedingt erfüllen wollen und was in 2-3 Jahren ist. Wissen wir nicht. Wir werden es ja sehen in 2-3 Jahren und dann machen wir die nächste Entscheidung, ja, wo wir hingehen, was wir machen wollen oder was wir planen. Aber ich finde, grundsätzlich kann man gar nicht sagen, was man für immer macht, weil man sich Tag für Tag verändert, man lernt Tag für Tag dazu und etwas, was du vielleicht jetzt möchtest, ist in 3 Jahren komplett anders. Vielleicht möchtest du dann komplett was anderes und warum sollst du das dann nicht machen, was dich ja glücklich macht, was du gerne möchtest, nur weil du dir vor 10 Jahren mal den Plan gemacht hast, dein Leben so und so zu leben. Okay, das war's mit dem heutigen Video. Ciao, wir sehen uns. So, das war unsere weise Inspirationsstunde mit Sabibo und dann sehen wir uns in dem nächsten Video, liebe Freunde. Stellt gerne eure weiteren Fragen. Wir haben unendlich viele Fragen gerade bekommen, aber wir können das Video nicht in aller Endlichkeit ziehen. Stellt die Fragen gerne in die Kommentare und dann gehen wir im nächsten Video darauf ein. Im nächsten Video haben wir dann hoffentlich auch die besagten geilen Fotos für euch. Ja, I hope so. Das heißt, abonniert gerne den Kanal, verpasst nichts mehr und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Stay positive. Schnell, ganz schnell. Weil ich bis heute andauernd Nachrichten bekomme zu unseren Möbeln, die wir verkaufen. Ja. Dazu wird es auch noch Videos geben, also keine Angst, es wird bisher noch nichts verkauft und wir halten euch up to date. Und ich würde sagen, Musikowski! Team.